Liebe Frau Nichis, euer Steinballen. Es ist der nächste Morgen. Ui. Ist das unser Hund? Oder irgendein Wolf in der Nähe? Wie auch immer. Es ist der nächste Morgen, liebe Leute. Die Morgensonne scheint hier schön rein. Das Licht ist herrlich. Ich habe am gestrigen Nachmittagabend noch unsere Rüstung etwas repariert. Reparieren lassen, auch unsere Kleidung, so dass wir jetzt, glaube ich, in der besten Verfassung sind, Johanka zu helfen. Sie hat göttliche Visionen, wie wir gehört haben, und sie hat uns gebeten, dass wir sie begleiten zum Marktplatz, denn sie möchte davon erzählen, predigen in gewisser Weise. Wir mögen Johanka, deswegen machen wir das auch. Ich weiß nicht, ob es noch zu früh ist, aber gut. Wir werden uns vorher noch ein bisschen stadtfein machen, das heißt, wir ziehen uns mal ein bisschen ordentlich an. Gucken wir mal, was die ganze Rüstung, das nehmen wir mal komplett ab. Lederhandschuhe, das ist, glaube ich, ganz gut. So, waschen wäre noch nicht schlecht, ne? Modische Schlappen? Ja, doch, modische Schlappen kann man mal anziehen. Davon haben wir zwei dabei. Das muss ja noch nicht sein. Packen wir mal eine in die Satteltasche. Rot-weiße Doppelbeinlinge, das sieht doch hervorragend aus. Die Spuren und den Silberring, den lassen wir dran, aber das Kettenhemd kann ab. Wartet mal. Hundertprozentig, was ist denn das Braune dort noch oder das Graue dort? Was haben wir da? Ist das unser komisches... Warte mal, die Brigantine, die ziehen wir mit an? Nee. Ist das unser Unterhemd, was man da durchsieht? Haben wir nicht noch was Schickeres? So sind wir immer rumgelaufen. Naja, Gambeson sieht ein bisschen besser aus. Okay. Ja, dann ist es wohl so, wie es ist. Gut, dann würde ich mich gerne noch irgendwo waschen, bevor wir losgehen. Wir sehen nämlich immer noch ein bisschen komisch aus, aber ich sehe hier gerade keinen Wasserbottich. Was ist da vorne? Hier ist nur ein Brunnen, das ist Holz. Haben die hier nichts zum Waschen? Hier können wir uns nicht waschen. Oben im Zimmer möglicherweise. Ah, hier ist noch was. Das ist abgedeckt, damit die Hühner da nicht reinfallen. Wie unwürdig. Ist hier ein Wasserbottich? Nee. In der Pfütze werde ich mich jetzt nicht waschen. Suppe habe ich schon gegessen. Wir gehen nochmal hoch zu uns. Vielleicht habe ich das übersehen. Vielleicht stand das im Zimmer. Sehe ich gerade nicht. Hier nur Kerzen und Truhe. Nee, Leute. Gibt es mit Sicherheit hier irgendwo, aber Heinrich hat jetzt doch keinen Nerv mehr. Beziehungsweise gehen wir mal rein in die Gaststube. Aber warum sollte man sich hier mitten unter den Leuten waschen? Das würde auch nicht passen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ob dieses Etablissements. Was war hier unten drin? Das war seine Vorratskammer, ne? Das ist in der Regel nicht gewollt, dass man hier reingeht. Ne, das ist der Weinkeller. Ja, wir sind unrechtmäßig da, das wollen wir nicht. Ja, dann ist das, würde ich mal sagen, die erste Pleite des noch jungen Tages. Dann müssen wir eben zwar mit wahnsinnig schicken, edlen Klamotten, aber stinkend jetzt hier diesen Tag beginnen. Passt mir ja gar nicht. Ha! Oh Mann, da haben wir es doch. Man muss einmal über den Hühnerhof, damit man sich waschen kann. Okay, gut. Ich hätte eigentlich gestern Abend noch zu den Badenixen gehen können. Das habe ich aber irgendwie versäumt. Nun gut, ich bin gespannt, ob Johanka schon wach ist. Wie früh sie aufsteht oder... Wahrscheinlich ist sie beim Morgengebet. Wir werden sehen. Ah, das ist herrlich, wie die Sonne dort über dem Wald dort rauskommt. Sehr, sehr schön anzusehen. So, dann wollen wir schauen. Hier ist sie nicht beten. Ist sie drüben? Wartet mal kurz. Ah ja, alles klar. Das A kennzeichnet sie. Gut, sie ist natürlich schon wach. Johanka. Heinrich! Guten Morgen. Schönen guten Morgen.
Da bin ich. Können wir los? Danke fürs Kommen. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Gut. Wohlan. Schaut mal, wie geschniegelt Heinrich aussieht. Herrlich. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Dann viel Glück. Genau, ich will noch eine Sache machen. Entschuldigt, jetzt bin ich Perfektionist. Der Langbogen, der sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Und die Pfeile, die müssen wir auch nicht bei uns tragen. Schild. Entschuldigt. Schild ist auch doof. Das Schwert reicht. Okay, jetzt können wir los. Wie lebt es sich in Sasau? Nicht viel anders als in Scarlets. Also vor dem Überfall. Es ist ruhiger geworden. Die meiste Arbeit ist getan. Und jeder will wissen, wie die Ernte ausfallen wird. Da werden alle von früh bis spät auf den Beinen sein. Hoffentlich wird die Ernte gut, damit genug für den Winter und für die Aussaat im Frühling da ist. Wohl wahr. Eine schlimme Hungersnot hätte uns jetzt gerade noch gefehlt. Nun, hoffen wir das Beste. Jede Ehre zählt. Vor allem jetzt, wo Briganten und eine riesige Armee die Gegend unsicher machen. Hoffentlich werden Herr Ratzig und Herr Hanusch der Lage noch vor der Ernte Herr. Wenn das so weitergeht, plündern sie noch die ganze Provinz. Und was wird dann aus uns? Am besten wäre es, die Vorräte unter der Erde zu vergraben, damit die Schurken sie nicht finden. Und wenn sie dann die Dörfler bedrohen? Die meisten von ihnen geben lieber ihre Vorräte her, als mit einem abgebrannten Hof oder ohne Vieh dazustehen. Das Vieh kann im Wald versteckt werden. Vater hat das mal gesagt. Das Vieh schon, aber nicht der Hof. Denk an die Familien. Was, wenn sie damit drohen, die Kinder zu Krüppeln zu machen? Oder die Bauern? Gebrochene Arme sind auf dem Acker nicht sehr hilfreich. Und wie kommt man dann durch den Winter? Da kann man ja gleich sterben. Herr Ratzig würde das gewiss nicht zulassen. Seine Garnisonstruppen würden dafür sorgen, dass diese Hundsfotter am nächstbesten Baum aufgeknüpft werden. Noch besser wäre es, wenn sie einfach weiterziehen würden. Aber was, wenn sie es nicht tun? Dann hilft als Antwort nur kalter Stahl. Ihr Männer denkt nur ans Kämpfen. Sie ist auf jeden Fall näher dran an den Leuten und am Leben als Heinrich, das ist ganz offensichtlich. Wie steht es um die Krankenstube? Geben sie euch mittlerweile mehr Geld? Pah, von wegen. Bis zum Tag des Heiligen Havel gibt es nichts mehr. Das ist noch ganz schön lange hin. Ich weiß. An diesem Tage werden immer die Abgaben der umliegenden Dörfer und Gehöfte fällig. Viele geben Hühner, Eier und dergleichen. Aber mit etwas Glück zahlen auch viele in Groschen. Dann kriegen wir vielleicht mehr. Tja, es ist ein langer Weg bis zum Markt. Da wir zum Marktplatz unterwegs sind, könnte ich auch gleich wieder Fleisch kaufen. Machst du das oft? Ich dachte, ihr müsst jeden Groschen zweimal umdrehen. Das stimmt auch. Aber du wirst nicht glauben, was die Mönche machen. Was denn? Sie dürfen ja kein rotes Fleisch essen. Ist eine Sünde, laut dem heiligen Benedikt. Oh, das wusste ich nicht. Ich weiß es auch erst seit kurzem. Aber jetzt pass auf. Wenn die Mönche krank sind, gilt die Regel nicht. Sie dürfen dann rotes Fleisch essen, um schneller zu genesen. Es ist dann keine Sünde. Daher klagen manche von ihnen dauernd über irgendwelche Beschwerden, damit sie dann in der Krankenstube Fleisch essen können. Deswegen muss ich zum Fleischer. Und da die Mönche natürlich Vorrang haben, bleibt nicht genug Geld für andere Dinge. Potzblitz. Man lernt jeden Tag etwas Neues. Ich habe sogar gehört, dass ein Mönch einmal versucht hat, Schweine im Teich zu halten. Wie kam er denn auf die Idee? Dann sind sie Wassertiere. Die Mönche dürfen nämlich Tiere aus dem Wasser essen. Nicht nur Fisch, sondern zum Beispiel auch Biber. Ha, nicht schlecht. Auf so etwas würde ich nie kommen. Und wie ging die Sache aus? Weiß nicht. Vielleicht sind sie ertrunken? Trotzdem lustig. Die Geschichte merke ich mir. Ich kenne das immer nur aus der Fastenzeit, aber dass das allgemein so war, dass sie kein rotes Fleisch essen durften, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Sag mal, wie ist es so, in Diensten von Herrn Ratzig zu stehen? Nun, ein Wunder, dass er mich genommen hat. Schließlich habe ich sein Schwert verloren. Ich bin froh, ihm dienen zu dürfen. Ich habe alles verloren. Und er hat mir gewissermaßen ein neues Leben geschenkt, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe. Gute Reise, Liebster. Komm wohlbehalten zurück. Ich werde für dich beten, wie eh und je. Es freut mich, dass du Herrn Ratzig dienen darfst. Und dass du wieder deinen Platz aber nicht in Kuttenberg würfeln. Ja. Denk an dein Versprechen, keine Ambros. Sorge. Herr Gott noch mal. Bei dir wird sich auch wieder alles einrenken. Du weißt, dass ich hoffentlich.
Sag mal, wie sieht sie denn aus, die heilige Jungfrau, wenn sie dir erscheint? Wie gesagt, wie auf dem Bildnis über dem Altar. Sie zeigt sich in einem blauen Umhang und schimmert golden. Und dann? Dann winkt sie mich zu sich. Und ich sehe Dinge. Bilder aller Art. Sie ähneln Fresken in der Kirche. Aber sind bewegt. Glühen farbenfroh und erstrahlen in diesem goldenen Licht. Wow, das klingt außergewöhnlich. Ja, in der Tat. Klingt so, als würde man auch mal gern solche Visionen haben. Eben. Geht es Matthias besser? Naja. Leider nicht. Er hat Fieber und rein gar nichts will helfen. Ich mache mir große Sorgen. Das wird schon wieder. Sei unbesorgt. Er ist ein zäher Bursche. Er wird mit dem Fieber schon fertig. Ich hoffe, du hast recht. Tatsächlich habe ich den Eindruck, dass das Fieber etwas sinkt. Oder ich will es einfach so sehen. Johanka, was genau hast du eigentlich vor, wenn wir dann auf dem Marktplatz sind? Ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Ich muss den Menschen sagen, was die heilige Jungfrau mir gezeigt hat. Ich stelle mich irgendwo hin und erzähle von meinem Traum. So wie diese Wanderprediger, die allerorts durch die Lande ziehen. Nun gut. Und hast du so etwas schon einmal gemacht? Nein, nicht wirklich. Aber das kann nicht so schwer sein, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ach, das schaffst du bestimmt. Die Jungfrau steht mir bei. Ich sag ihm mal kurz hier, dass er bei Fuß sein soll. Ja, bei Fuß. Nervt ein bisschen, ne? Oh, sie ist schon da vorne. Bei Fuß heißt, er ist geruhig. Das ist auch gut. So, Mädchen. Bring das Wort der heiligen Jungfrau unter die Leute. Wie soll ich nur anfangen? Ich muss sie irgendwie hellhörig machen. Missmut geißelt unsere Lande. Ja, gar nicht schlecht. Andererseits klingt das ein bisschen geschwollen. Nein, nicht gut. Hm. Heinrich, ich bin nervös. Ich habe so etwas noch nie zuvor gemacht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die lachen mich doch aus. Keine Sorge, du schaffst das. Die Leute schlucken doch eh alles. Glaub mir. Ich sag am Anfang etwas, das Aufmerksamkeit erregt. Zum Beispiel, dass dir die Jungfrau erschienen ist. Das sollte klappen. Und wenn sie dir Gehör schenken, sag die wichtigen Dinge. Ist doch ganz leicht, oder? Für dich vielleicht. Warum machst du es nicht, wenn es doch so leicht ist? Und nein. Würde ich. Aber die heilige Jungfrau ist nun mal dir erschienen. Mach dir keine Sorgen. Die gelangweilten Dörfler gieren nach Sensationen. Sie werden an deinen Lippen kleben. Und ich bin ja bei dir. Na gut. Hab Dank, Heinrich. Ist doch ganz leicht, oder? Sicher. Gut. Dann mal los. Dann viel Glück. Die Jungfrau Maria erschien mir in einem Traum. Sie hat mir Dinge gezeigt, die ich nie zuvor gesehen habe. Eine riesige Stadt. Eine großartige und wunderschöne Stadt. Überwältigend und wunderschön. Mit vielen, vielen Türmen. Hohen Türmen. Golden. Im Sonnenlicht. Und um die Stadt herum gab es eine mächtige Mauer. All das zeigte sie mir. Doch dann stand die Stadt in lodernden Flammen. Die Erde begann zu beben und das Stadttor brach mit einem Mal auf. Der Boden öffnete sich
und Bestien der Hölle krochen empor. Sie überwanden die Mauer und strömten in Scharen durch das zerbrochene Tor, um Jagd zu machen auf alle Sünder. Sie bohrten ihre Krallen in ihr brennendes Fleisch und rissen sie in Stücke ohne Unterlass. Und die Sünder schrien und versuchten zu fliehen, aber es war vergebens. Doch dann erschien ihnen die Mutter Gottes, die Retterin, die heilige Jungfrau, Maria. Sie legte ihren Umhang über die Stadt, erstickte die Flammen und vertrieb die Bestien. Die reumütigen Sünder kamen aus ihren Häusern hervor, knieten betend vor der Jungfrau nieder und dankten ihr für die Rettung. Das ist die Vision, die mich ereilte. Und ich glaube, diese Botschaft war nicht nur für mich allein bestimmt. Sie will uns warnen, uns alle. Wir sind diese Sünder und wir müssen diese Mauer wieder aufbauen. Nicht aber aus Stein oder Holz, sondern Redlichkeit und Nächstenliebe. Und wer gesündigt und unredlich gehandelt hat, muss Buße tun und entschieden umkehren. Sakra, sie nahm kein Blatt. Ist das nicht die, die bei Bruder Nikodemus als Zunge sprach, sie war? Ich weiß, die Leute sind ganz aufgeregt. Nun ja, das ist ein Gleichnis. Ich denke, sie wollte damit sagen, dass die heilige Jungfrau erzürnt und ermahnt. Sie war schön. Die Jungfrau sprach. Sie zeigt uns den Rundfunk wieder. Gott legt uns. Wo ist sie denn jetzt eigentlich? Da oben. Und wusste nicht, an wen ich mich wenden soll. Doch dann hörte ich dich. Nicht jetzt, bitte. Ich kann nicht. Aber eben sagtest du, man solle seinem Nächsten helfen. Ja, das stimmt. Na schön, aber mach schnell. Es geht um meinen Mann, Ambros, den Schneider. Er behandelt mich gut und ist ein redlicher Handwerker. Aber er würfelt viel. Bis spät in der Nacht sitzt er am Tisch und hat bereits mehrmals ein kleines Vermögen verspielt. Das tut mir leid. Aber ich wüsste nicht, wie ich helfen könnte. Er soll das sein lassen. Aber auf mich hört er nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich dachte, vielleicht kannst du zu ihm gehen und mit ihm reden. Nun gut. Ich werde euch aufsuchen, sobald ich Zeit habe. Hab Dank. Tausend Dank. Okay. Das war doch die Frau, die wir vorhin an der Brücke getroffen haben, die ihren Mann verabschiedet hat. Johanka, du bist jetzt eine richtige Respektsperson. Ich sag's dir, Johanka. Deine Predigt auf dem Markt. Noch nie in meinem Leben habe ich so etwas gehört. Reden wir später darüber. Ich muss jetzt... Gute, die Frau des Sarsauer Schneiders, ist verzweifelt und bat mich um Hilfe. Hast du es gehört? Ja, ich hab's mitbekommen. Du musst dir einen Rat geben. Wenn ich denn einen wüsste... Die heilige Jungfrau hat mich nicht auf so etwas vorbereitet. Aber genau das wolltest du doch. Man hat dir Gehör geschenkt. Und jetzt darfst du die Leute nicht einfach hängen lassen. Ich denke, du hast recht. Wir sollten etwas unternehmen. Wir? Schweig und denk nach. Uns muss etwas einfallen. Grundgütiger, der Eifer einer Heiligen. Lass diese Blasphemie und überleg dir etwas, damit Ambros mit dem Würfeln aufhört. Was, wenn Ambros so viel verliert, dass er es zutiefst bereut? Oder wenn er etwas verliert, das ihm wichtig ist? Meine Mutter sagte oft zu mir, eines Tages gehst du zu weit und dann wird es dir leid tun. Das ist es, Heinrich. Ambros muss klar werden, wie viel Schaden das Würfeln anrichtet bei ihm und bei seinem Eheweib. Hab Dank.
Keine Ursache. Aber ich kann nicht weg. Und schon gar nicht in der Schenke würfeln. Es gibt so viel zu tun. Du hingegen. Na klar. Gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Hab Dank, Heinrich. Such die Frau des Schneiders auf und rede mit ihr. Ich muss jetzt wieder zurück. Mach's gut. Okay. Ich meinte, gewürfelt haben wir schon öfter. Und wir haben wir doch unsere gezinkten Würfel am Start. Wartet mal. Sonstiges war das, ne? Drei Faltigkeitswürfel. Was war der nochmal? Der würfelt gerne drei Glückssträhnenwürfel. Okay. Und Nackedei-Würfel. Keine Ahnung, welche da jetzt besser ist. Aber wir werden die zum Einsatz bringen. Gut. Ich würde sagen, das sündige Schneiderlein heißt die Quest. Ich würde sagen, wir reden nochmal mit der Frau und schauen mal, was sie vorschlägt. Ist sie das hier? Geht sie gerade da in die Richtung? Sie hatte vorhin aber dann kein Kopftuch, ne? Nee, das ist sie nicht. Aber hier ist die Schneiderei von Sasau. Da war ich gestern, um meine Sachen zu reparieren. Da steht sie. Schneiders... Naja, das ist nur der Gehilfe, ne? Schneider ist Gott sei Dank nicht da. Grüß dich, Heinrich. Guter. Beste Grüße. Wie kann ich dienen? Johanka schickt mich. Ich soll dir bei deinem Problem helfen. Wirklich? Das ist nett von ihr. Aber wollte sie nicht selbst kommen? Nun ja, sie hat viel um die Ohren und außerdem dachten wir, dass dein Mann auf eine Frau vermutlich nicht hören wird. Schließlich hört er auf dich auch nicht. Da hast du wohl recht. Und was nun? Am besten wäre es, wenn Ambros bewusst werden würde, welchen Schaden das Würfeln bei ihm und auch dir anrichtet. Ha, das versuche ich ihm bereits seit Jahren klarzumachen. Ich habe ihm sogar schon ein paar Mal die Würfel weggenommen. Es geht nicht darum, es ihm klarzumachen. Vielmehr muss Ambros es selbst erleben. Wenn er alles gegen mich verliert, ist ihm das eine Lehre. Er wird dann sicher vernünftig sein. Oh Gott, nein! Ich will nicht, dass wir dafür unser Dach über dem Kopf verlieren. Sei unbesorgt. Ich gebe dir alles zurück, was ich ihm abknöpfe. Doch zuvor soll er glauben, dass er alles verloren hat. Schwörst du, bei der heiligen Jungfrau alles zurückzugeben? Ja, natürlich. Gerade bei der heiligen Jungfrau. Ich schwöre, bei der heiligen Jungfrau jeden einzelnen Groschen zurückzugeben. Nun denn, viel Glück. Nimm ihm sein letztes Hemd, wenn du denkst, dass es hilft. Wo finde ich Ambros? Er ist nicht hier. Demnächst wollte er zu einer Handelsreise nach Kuttenberg aufbrechen. Davor geht er bestimmt noch in die Schenke. Spute dich, wenn du ihn noch erwischen willst. Er wollte wirklich bald los. Denkst du, er wird mit mir würfeln? Nun, erst kürzlich schwor er mir, nicht mehr zu würfeln. Aber darauf gebe ich nichts mehr. Er spielt bestimmt wieder. Vor allem nach ein oder zwei Bier. Und wenn er denkt, dass er Glück haben wird, spielt er bis in die frühen Morgenstunden. Hab Dank. Gut zu wissen. Okay. Wir sollen ihn dazu bringen, sich bis zur Besinnungslosigkeit zu betrinken und dann vermutlich erst zu spielen. Sehr schön. Dann viel Glück. Ein sehr interessanter Plan, wie ich finde. Ich freue mich schon darauf, den umzusetzen, liebe Leute. Aber halt doch mal. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Also, bis dahin, mach's gut. Euer Steinwall.